Mann, ist es kompliziert mit mir. Nee, ist es eigentlich gar nicht. DIY, Strat oder was? Das ist mal wieder ein Strat-Thema heute. Allseits beliebt bei Alt und Jung. Nee, es muss aber keine neue sein, sondern es soll meine uralte sein. Meine allererste Strat. Warte, die habe ich schon mal im ein oder anderen Video habe ich die schon mal gezeigt. Das ist meine allererste Strat gewesen. Wie man sieht, nicht mehr viel vom Originalzustand übrig. Und zwar ist das eine 1978 habe ich sie gekauft, geschenkt gekriegt. War ich 13. Das ist eine Ibanez aus der Silberserie. Baujahr müsste sogar 1977 sein. Bin ich nicht mehr ganz sicher. Aber so die Ecke. Schön natürlich geaged. Ich habe da mal ein bisschen was rausgefunden über die Klampfe oder versucht rauszufinden. Ja, das ist nämlich nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass der Buddy aus Birne ist. Und der ist auch irgendwie so, naja, so eine Art gesandwiched, so horizontal. Und irgendwann habe ich mal mit Andreas Kloppmann beim kurz drüber gesprochen, dass ich so ein Ding noch habe und sagte, ja, von wann ist die denn? 77, 78? Da ist doch gut, schön alt, abgelagertes Holz, mach doch da was draus. Und jetzt will ich das machen. Weil ich finde die von der Form, die ist hier so besonders dünn, finde ich. Ich finde die toll. Und natürlich hat es einen, ist doch klar, einen nostalgischen Wert. Da war früher ein Maple-Hals drauf und natürlich eine große Kopfplatte. Dann habe ich so irgendwann mal Experimente gemacht und mir war der Hals so ein bisschen hier zu dick. Und dann habe ich das abgefeilt. Sehr, sehr grobschlächtig und dann habe ich so lange hier abgefeilt, bis der Halsstab da hinten so sichtbar war. Ja, da konnte man leider nicht mehr viel mit anfangen. Ich habe sie auch versucht zu scalloppen, das war auch ein sehr dürftiges Ergebnis. Kurz gesagt, den Hals total verhunzt und dann dachte ich, wenn ich schon mal Ritchie Blackmore Fan bin, dann kann ich die auch mal auf einem Auftritt, da hatte ich mittlerweile schon 3-4 andere Gitarren, kann ich mal diesen Hals schön zerkloppen. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich das in Schloss Neuhaus gemacht habe. Und so italienische Freunde kamen zum ersten Mal auf den Auftritt. Die kannten mich vorher durch den Musikladen. Und die kamen gerade bei der Szene, wo ich dann, ich bin der Sittenstorch, ich bin der Sittenstorch, ich mache den Mantel auf und zu. Bonk! Und da habe ich dann im Takt sozusagen diesen Hals zerdeppert. Wollte ich mir eigentlich richtig schön Zeit mitnehmen und das alles so schön ausleben, aber nichts da. Bei einem Schlag ist das Griffbrett abgeflogen, die Kopfplatte abgebrochen, das Ding noch in zwei Teile. Tja, und fertig. Also dieses Zelebrieren, was da so Hendrix, Blackmore und so gemacht haben. Dazu kam es nicht. Und meine italienischen Freunde guckten mich mit riesengroßen Augen an und sagten, Carsten, was war los? Warst du böse? Und ich sag, nö, ich war nicht böse. Vielleicht sah das so aus. Ich hatte eigentlich Spaß, aber ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass es gar nicht so richtig hinhaute. Naja, naja, naja. Dann war ja auch schon so in dieser Zeit Van Halen einer meiner absoluten Top-Favoriten. Und ich fand das so geil, wie der mit seinem Tremolo-Hebel da so umgesprungen ist. Dann habe ich mir natürlich einen Humbucker reingebaut. Hier wurde dann auch grobschlächtig diese Öffnung vergrößert. Und dann gab es, das war noch vor Kayler und Floyd Rose Zeiten. Und dann dachte ich, wie kriegt man das hin, wenn man irgendwelche Dive-Bombs macht, dass sich der Hobel nicht verstimmt. Und da hat die Firma Rockinger schon ein Tremolo rausgebracht, wo man auch hier mit Locking-Tuner und Feinstimmer, dachte ich, boah, was eine geile Idee. Und dann habe ich das gekauft und dann hat es mir, entweder habe ich es selber gemacht oder einer hat es mir installiert. Und das hatte schon ziemlich gute Ergebnisse. Eigentlich seit dieser Zeit benutze ich das nicht mehr und gucke nur jedes Jahr mal drauf oder alle zwei und denke, Mensch, ach, ist doch echt ein schöner Buddy. Und ich habe mir jetzt so einige Sachen überlegt, was soll denn meine DIY Partscaster, was soll die denn bieten, damit ich ein glücklicher Stratspieler werde?
Also einmal ist es für mich wirklich auch so ein Geldding. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten habe ich mal so ein paar Rig Rundowns gesehen von Bands und Gitarristen beobachten, die echt preiswerte Rig Rundowns, Rigs hatten, Rig. Sei es jetzt Gitarren oder Amps und so, also alles eben nicht diese High-Grade, teuer Schiene. Das muss ja auch alles gar nicht sein. Und ich bin davon ziemlich fasziniert. So nach dem Motto, man muss jetzt nicht irgendwie die Bank ausrauben, im Lotto gewinnen, um halt diese teuren Instrumente. Nichts gegen teure Instrumente, ne? Aber ich kann es mir nicht leisten. Auf jeden Fall nicht irgendwie so Sachen, ne? Pre-CBS Strat und so. Ihr wisst, was ich meine. Dann auch immer so, ja, was bleibt da so über? Wisst ihr, wie ich meine? So am Ende des Tages. Ne? Was muss so eine Klampfe liefern? Brauche ich den Strat-Sound? Was ist der Strat-Sound? Das sind auch alles so Sachen, die mir immer weiter so zu denken geben. Weil es für mich gibt es den Strat-Sound nicht. Ne? Also da kann hier Mark Knopfler, Dire Straits, seinen Strat-Sound haben. Und dann spielt Jimi Hendrix seine Strat. Und Ritchie Blackmore und hier Pink Floyd Dave Gilmour und so. Und jeder ist anders. Ne? Die können dasselbe Rig spielen und jeder hat einen anderen Sound. Weil Hirn, Finger, Herz. Ne? Das ist ja, ihr wisst Bescheid. Da ich mit einer normalen, klassischen Strat, da habe ich auch früher schon immer irgendwas dran zu mäkeln gehabt. Und das ist jetzt wieder so. Der Hals. Es ist einmal eine Äußerlichkeit. Ich möchte gerne ein dunkles Griffbrett haben, bin ich großer Fan. Dann will ich einen bestimmten Halsradius haben. Also auf jeden Fall keinen 7,25 oder 9,5. Da wird es so losgehen, wo ich dann happy bin, weil ich halt gerne relativ dünne Saiten, 9er, ziehen möchte. Und zwar auch so mal über 4, 5 Halbtöne. Und dann möchte ich eine tiefe Saitenlage haben. Und da finde ich halt, dass da so 10 Zoll, 12 Zoll, also diese modernen, man, diese schon seit 80er Jahren modernen Dinger, Radien, die finde ich toll. Das sollte dieser nächste Hals haben. Hier ist ja jetzt nur einer schon drauf. Der ist von Rockinger. Den habe ich mir irgendwann vor 2, 3 Jahren bestellt. Und natürlich wegen der großen Kopfplatte. Also auch wieder so eine Schönheitsgeschichte. Ja. Ich bin aber ziemlich enttäuscht von den Bünden. Da habe ich damals beim Bestellen nicht drauf geachtet. Das sind so ganz dünne Bünde drauf. Kann man das hier einigermaßen sehen? Ist egal. Und das gefällt mir gar nicht. Also meine Bünde sollen gefälligst nicht übermäßig breit, aber schon ziemlich hoch sein. Dann habe ich überlegt, ja, aber der Hals ist ja auch schön, ne? Eigentlich. Und kann ich das nicht so machen wie Herr Blackmore und wieder hier scalloppen? Das könnte ich tun, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Also entweder hole ich mir einen ganz anderen Hals, weil der hat ja auch hier, glaube ich, ehrlich gesagt weiß ich es nicht, ich müsste nachgucken. Könnte sein, dass der 9,5er ist. Da habe ich mal bei Warmoth geguckt und ich finde ja diesen Hals-Neck-Calculator heißt der vielleicht. Den finde ich ja ziemlich gut. Ne? Also da kannst du eben die ganzen Schweinereien eingeben, die dir so gut gefallen. Und da kamen bei mir, glaube ich, so $350 raus. Und dann gab es, habe ich gestern gesehen, von Fender gibt es auch Hälse, die die machen, wo auch entweder ein Compound. Ach so, Roasted Maple. Da will ich euch mal fragen. Da habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen drum gekümmert. Ich glaube, die Haarstraße hier hat ihn roasted. Ich glaube ja.
Ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Also irgendwas wird da rausgezogen aus dem Holz, wird mal künstlich erwärmt und dann sollen die stabiler sein, nicht so anfällig gegen Witterungseinflüsse und so. Ja. Und auch sollen auch ein bisschen leichter sein. Warum nicht? Warum nicht? Ob ich das jetzt haben muss, weiß ich nicht. Der nächste Hals, den ich habe, was der auf jeden Fall haben muss, dass es hinten, es muss unlackiert sein. Lackierte Hälse auf dieser anderen Seite, das der Smoky überhaupt nicht. Nächstes Thema, Pickups. Wie man sieht, sehen Sie nichts. Hier habe ich wirklich freie Auswahl. Und da habe ich neulich einen Rig Rundown gesehen von Kruang Bin, glaube ich. Und meine ewige Frage, das war übrigens mein allererstes Video, ich will eine Strat brummfrei haben. Ne? Vergleich blende ich noch mal ein. Dieser Vorher-Nachher, jetzt passiert gar nichts mehr hier, pumpt nichts. Sind dieselben Einstellungen wie gestern. Also auf dieses Single-Coil-Gebrumme habe ich keine Lust. Das habe ich ja selber dann schon mal gemacht und auch einigermaßen erfolgreich hingekriegt. Das ist eine Sache. Also das könnte man selber wieder hinbekommen. Ne? Aber ich möchte auch gar nicht so diesen klassischen Single-Coil-Sound haben. Ich bin ja auch ziemlicher P90-Fan, aber da stört mich auch dann das Brummen. Und da habe ich mal überlegt, das hatte ich, glaube ich, noch, doch, hatte ich schon mal. Ich hatte mal so brummfreie Pickups von, wie hießen die Dinger nochmal? Sind in einer Eric Clapton-Strat auch drin. Lace, da ist es wieder. Die habe ich mal in diese weiße ESP-Strat eingebaut und in diese auch mal. Und die fand ich eigentlich ziemlich gut. Die hatten eben so nicht dieses typisch super strattige, aber dafür kein Mucks. Und das finde ich ja bei so High-Gain-Sounds, finde ich das halt cool, wenn da irgendwie nichts brummt. Ne? Gerade so, wenn man dann irgendwo spielt, wo dann noch so andere Einstreuungen sind von irgendwelchen komischen Lichtgeschichten, komischer Strom in irgendwelchen Clubs. Und wenn da der Single Coil das typische Brummen macht und da noch mehr, das geht mir schon ziemlich auf die Eier. Und das will ich eigentlich echt vermeiden. Da wüsste ich jetzt nicht genau, ich finde diese Lace-Dinger ehrlich gesagt ein bisschen hässlich, weil die sehen mir dann so zu sehr EMG-mäßig aus. Ich hätte eigentlich ganz gerne auf jeden Fall von der Optik her so gestackte, wo man also die Pole Pieces dann noch sieht und das vom Weitem eigentlich nicht auffällt. Also jetzt gar nicht so fürs Publikum, sondern das ist eigentlich für mich eben so ein Schönheitsding, ne? Und wer da einen Tipp hat, der schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und dann gibt es ja noch solche Dinger, da hatte ich mal früher welche von Bill Lawrence, gibt es auch von Selma Duncan und von DiMarzio wahrscheinlich, wo halt die beiden Spulen nebeneinander sind. Das finde ich jetzt ästhetisch auch nicht so besonders gelungen, aber das wäre auf jeden Fall okay, wenn die gut sind. So, und die sollen splitbar sein. Und zwar will ich eine ziemlich flexible Strat daraus machen. Eine super Strat sozusagen. Ich möchte auf jeden Fall von der Form her drei Single Coiler haben. Hier Humbucker unten oder sowas kommt für mich nicht in Frage. Okay. Und es soll der klassische Five Switch rein. Und dann will ich einen zusätzlichen Schalter, entweder mittels Push-Pull oder so einen kleinen Schalter da rein haben, dass ich, sagen wir mal, ich möchte ganz gerne den Steg-Pickup und den Neck-Pickup, die möchte ich mal zusammenlaufen lassen. Weil diesen Sound mag ich und das ist ja mit einer normalen Strat-Schaltung erstmal nicht möglich. Sollte technisch kein Problem sein. Push-Pull-Poti weiß ich noch nicht, weil ich finde diese Dinger hier ganz gut. Das sind diese Vintage-Inspire Pickups, Potis. Klangmäßig will ich jetzt erstmal nichts sagen. Das weiß ich nicht genau, ob die besser klingen oder sowas. Aber die haben einen etwas anderen Weg. Den finde ich einfach
Ist eigentlich mehr bei den 500 Kilo Ohm-Dinger, habe ich neulich schon mal beschrieben, bei so einer Gibson ES-339, die ich eingebaut habe. Da kommt ganz oft dann so im letzten Drittel erst so dieser richtige Hub. Und die gehen so ein bisschen linearer. Weißt du, was ich meine? Also da ist dann wirklich 2,2 und 5,5 und 10,10 und nicht so ein Hub. Und da weiß ich aber nicht, ob die von dieser Firma auch Push-Pull-Potis haben. Das wäre mir auch Wurst. Dann würde ich mir so ein kleines Schalterchen einbauen. Also mit diesen gesteckten Pickups, ne, da habe ich eben bei Bernd Meiser hier Treble Booster, macht er doch. Und zwar sehr gute, habe ich auch einen von. Und wenn ihr in irgendeiner Form Blackmore-Fan seid, dann blende ich da unten ein. Geht mal auf Bernds Seite. Das ist eine unglaubliche unglaubliches Wissen, was der da verbreitet, wenn es um alleine um die Story von Ritchie Blackmore geht, also in welcher Periode der welche Gitarre gespielt hat, mit was für Mods, was für Amps, was für Ivar, hier das Dingsbums da, wie heißt das, die Tape Machine und so eingebaut hat, vorgeschaltet hat für sein Echo und auch als Boost, etc., etc. Und da ja einer meiner Favorite-Scheiben von früher die Rainbow on Stage ist, den Gitarrensound finde ich einfach immer noch richtig geil. Und da war ja eben dieser mit 30.000 Lichtern Lämpchen der Regenbogen darüber. Und das muss wohl so dermaßen eingestreut haben, dass Blackmore das auch richtig scheiße fand. Und da hat er in der Phase auch gesteckte Pickups gespielt. Wusste ich bis vor kurzem nicht. Astreiner Strat-Sound. Hey, Flower Power. So, jetzt kommt das nächste große Ding, großes Thema für mich. Bist du ein Tremolo-Guy oder eben nicht? Also der Vibratorhebel, wir nennen es mal locker und flockig Terrorhebel. Und das war immer schon mein Ding, natürlich von Blackmore, Hendrix und so etc. Geprägt, aber dann viel später auch natürlich von Jeff Beck. Und wie schon gesagt, hier war mal das Rockinger drauf, dann in irgendeinen anderen Klampfen, ach so, hier meine weiße, die ESP. Da war ein ESP-eigenes Tremolo drauf. Da war früher dann auch Locking Nut, Feintuner. Hat super funktioniert. Und deswegen auch hier hinten die Kerbe drin, ne? Dass man das halt hochziehen kann. So, dann gibt es ein Video, wo ich schon das Floyd Rose beschreibe, wo mir das Sprr so ein bisschen fehlt. Und ich dagegen ein Ibanez The Edge Tremolo drauf gemacht habe, was sehr gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich überlegt, wenn ich mir hier auf die allererste Gitarre wieder so ein Tremolo draufziehe, dann möchte ich eigentlich nicht, dass ich hier hinten was ausfräse, damit man das hochziehen kann. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass hier so ein Locking Nut draufkommt mit Feintunern und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert und das war für mich gestern oder vorgestern ganz neu. Kannte ich überhaupt noch nicht. Und für solche Problemfälle gibt es die Firma Vega. Und die bauen ein Tremolo, was genau das erfüllt, was ich und offensichtlich auch 120 andere Gitarristen ganz gerne haben möchten. Und zwar kannst du das dann hier in deine normale Strat-Style-Gitarre einbauen. Da ist dann so eine lange Messerkante. Du kannst es mit zwei Schrauben oder mit vier Schrauben kannst du das befestigen. Das sind zwei Teile. Das ist einmal die lange Messerkante und dann das eigentliche Tremolo. Und das ist so schmal gebaut, dass du hier nichts ausfräsen musst. Und das finde ich ja eine mega Idee. Gibt es, glaube ich, schon seit einigen Jahren. Die Typen kommen aus Mallorca. Hola, Muchachos. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen eingelesen. Das ist nicht ganz billig. Das kostet so um die 280 Euro. Aber es soll halt vernünftig funktionieren. Es wird ein wenig anders funktionieren als ein Floyd Rose. Also du kannst Dive Bombs machen, aber jetzt nicht so super krass, dass alle Seiten so total da rumschlabbern. Ne? Das ist
ja, etwas abgeschwächter, würde ich es mal sagen. Stärker als ein Vintage-Tremolo. Und das ist aber das große Ding, du kannst es auch relativ problemlos einstellen. Also erstmal ist es sowieso horizontal. Na, du kannst es auch diese drei, vier Halbtöne hoch bei der G-Seite. Na, die Freaks unter euch werden es wissen, was so Jeff Beck eingestellt hat. Ne? Ich kann das jetzt gerade gar nicht vorführen. So, hier, Klassiker. Also, eine Dur-Terz wollen wir hochziehen. Also ich auf jeden Fall. Und das ist halt mit dem Ibanez Edge Tremolo oder einem Floyd Rose ähnlichen kein Problem. Aber ne, man sieht ja auch, was hier für eine fette Lücke Kerbe drin ist. Ne? Das kann man sich ja auch bei der, kann man sich ja auch bei der Steve Vai Geige angucken. Wie halt, das ist nicht der Lion's Claw oder sowas, hat das es genannt. Der verrückte Hund. Das, genau das, also das wird mir absolut reichen. Ne? Hier eine. Finde ich super. Das soll halt mit diesem Vega Tremolo auch funktionieren. Und das finde ich ja für so ein Strat-Style-Tremolo, ohne dass man da was rumfräsen muss, finde ich das schon echt erstaunlich. Also die haben da für mich eine ganz gute Marktlücke entdeckt. Ich will mal mit denen Kontakt aufnehmen. Vielleicht schicken sie mir so ein Ding mal, dass ich das testen kann. Und dann liked ihr das alles und dann sagen die, ja, hier, kannst behalten. Naja, wahrscheinlich nicht. So, und vielleicht baue ich mir in die nächste Super-Duper-Strat auch noch so einen Kill-Switch ein. Ich finde das nach wie vor irgendwie toll, wenn man halt so solche Sachen machen kann. Mal gucken. Ist dann alles eben nicht besonders puristisch, aber puristisch habe ich ja hier genug, beziehungsweise könnte es sein, wenn das klappt mit diesem Experiment, dass ich dafür die H-Gitarre wieder verkaufe. Da würde ich dann nochmal Bescheid geben. Noch funktioniert. Also dieses Geskelloppte, was ich damals hier fabriziert habe, ne?
sehr gewöhnungsbedürftig, aber es ist auch irgendwo cool. Hier ist jetzt aber auch echt Alarm, ne? Drei Verzerrer und so noch, also zwei Verzerrer und der Fass dazu. Wollen wir mal eben umschalten, umswitchen. Guck mal, macht's auch ohne Gitarre. Pfeift doch noch. Ja, Leute, das war's für heute. Ein etwas längeres Straten-Nerd-Gespräch. Ihr könnt ja mal was dazu sagen, was ihr so von dieser ganzen Aktion haltet. Ich werde dann demnächst mal mit anfangen und euch auf dem Laufenden halten. Ich will jetzt erstmal mich um dieses Tremolo kümmern. Pickups, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Werde ich auch mal mit Andreas drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass der gestackte Pickups im Programm hat. Was er hat, da bin ich mir ziemlich sicher, ist diesen Dummy Coil. Das ist ja auch noch eine Alternative. Vielleicht muss ich mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich habe fast 777 Abonnenten jetzt. Vielen Dank an alle Leute da draußen. Und wenn ihr Fragen habt, unten reinschreiben. Ich antworte immer relativ schnell. Ja, interessant, oder? Also ich finde schon. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Ciao, ciao. Strat.